Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim in Hübsch. Von Let's Play Skyrim in Hübsch. Das muss ja nochmal gesagt werden. Ist ja immer sehr wichtig. Es ist ein Let's Play. Es ist kein Film oder sowas. Oh. Ja. Das war klug. Naja. So. Und wir sind jetzt gerade hier in einer Mine, der Glutsplittermine. Und ich glaube, wir sind auch schon wieder draußen. Ja, so sieht's aus. Das war's also mit der Glutsplittermine. War schon was? Wieso nicht? Jetzt müssen wir das Ganze natürlich nur noch wieder verarbeiten. Und dazu geht's nach Weißlauf. Also, warum immer nach Weißlauf? Weil Weißlauf die einzige Schmelze steht, die neben einer Schmiede ist, die ich kenne. Sonst kenne ich keine anderen Schmelzen, die neben Schmieden stehen, die ich kenne. Deshalb nach Weißlauf. So. Jetzt gehen wir mal wieder hoch. Und hier macht der Drachen wieder Spacken. Ich weiß nicht, warum der warum es so Drachenspacken gibt. Ich kann es euch nicht sagen. So. Jetzt, man gebe mir sonstiges Eisenbarren. Ja. Perfekt. So. Ich würde jetzt gerne auch noch mal wissen. Ich habe meine Sachen wahrscheinlich ja schon alle auf fein gemacht, genau. Aber ich würde gerne mal wissen, was man braucht, um ausgewogen wechselbarbracht. Bringt 1 und ich kann das Ding noch nicht machen. Es bringt 10. Ne, das bringt für mich persönlich jetzt nicht viel. Da gehe ich lieber zu Schmiede und ich habe das. Ich habe auch das. Allerdings würde ich in der Box. Okay, Leder. Rüstung, Lederhelm. Eisen. Genau dafür brauche ich nämlich Lederstreifen. Was bauen wir denn? Ich würde sagen, wir machen mal so ein paar Eisenpanzerhandschuhe. Okay. Gut. Jetzt nochmal gucken. Was brauchen wir? Wir brauchen Eisen. Wir brauchen Leder. Leder. Behändete
kaputt rummachen. Okay. Das ist ja ein cooles Teil. Also wir brauchen Lederstreifen und wir brauchen diese komischen Kutschumbarren. Gut. Lederstreifen können wir herstellen. Traveler's Tent. Also was können wir hier alles machen? Traveler's Tent. Traveler's Battle. So, okay. Lederstreifen, Leder. Ne? Lederstreifen, Lederstreifen. So, Leder. Zack. Leder. Und Leder. Super. Essen, Waterskin. Gut. Dann würde ich sagen, warten wir mal, bis hier ist. Hallo. Morgen siehst. Und dann holen wir uns von der netten Dame, die diese Schmiede hier betreibt, ein paar Kutrumbarren und machen dann eine behinderte Eisenrüstung. Da bist du ja. Das macht keinen Spaß. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Komm hier hin und sag, was du verkaufen hast. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Ehre gebührt eher. Komm hierher, bitte. Sein Stahl ist legendär. Ich will nur eine faire Chance. Und zeig mir dann, was du kennt ihr meinen Vater? Ich helfe meinem Vater auf vielerlei Weise. Das ist den Leuten nicht bewusst. Ja, geh da hin. Genau. Und jetzt. Ihr denkt, dass all der werft einen Blick darauf. Gerne. Ich hätte gerne Kutrumbarren. Und zwar 3. Oh. Zack. Kutrumbarren. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Natürlich vergesse ich das nicht, aber ich mache jetzt erstmal eine. Eines dieser. Oh mein Gott, wie wenig man dafür bekommt. Da bekommt man ja für Gold mehr. Okay. So, kann ich jetzt diese Sachen auch alle noch schleifen? Also. Nein, dafür brauche ich schon Quecksilberdrachen. Waren. Ja. Den würde ich mir jetzt auch mal holen. Ja. Die besten Waffen und Rüstungen. Ja, ist klar. Gib mir deinen Quecksilberbarren. Ne? Was? Die hat keinen Quecksilberbarren? Das kann doch nicht wahr sein. Die aber besten Waffen und Rüstungen. Ich kann bei ihr doch jetzt sicherlich verkaufen. Und zwar meine wundervollen Eisendolche. Oh, die haben nur 18 gegeben. Oh mein Gott. So. Naja, immerhin noch ein bisschen Gold bekommen, ne? Gut, was hat die denn hier noch so Schönes an Sachen jetzt? Eine orkische Kriegsaxt. Nichts für mich. Orkische Pfeile. Sind zu teuer. Pelzarm.
des schwachen festen Griffes. Das ist ja auch wieder eine geniale Übersetzung. So. Stahlbarren, Stahlkriegshammer. Stahl, Stahl, Stahl. Zwergenpfeile, nein. Nein. Nichts, was von Interesse wäre. Schade. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, ich muss tatsächlich... Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht guttun. Tut sie nie. Okay. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Gold. Wir brauchen vor allem den Gold. Denn Gold bringt sehr viel. Wie ich noch weiß. Aber die Frage war, wo war die Goldmine? Ich weiß es nicht mehr, wo das Gold war. Das war die Glutsplittermine. Die habe ich gerade eben abgegrast. So, dann hatten wir hier... Machen wir mal eben den da. Haben ja noch 9 Minuten. Tut mir leid für das Geräusch gerade, aber meine Ohren jucken. Ihr hättet nie herkommen sollen. Was? Oh, Drache. Nicht gut. Gar nicht gut. Scheiße. So. Aua! So, wo ist die Mine? Hallo, ich möchte in die Mine. Nein. Hallo, lass mich doch einfach nur in die scheiß Mine rein. Diese Scheißmine. Drache, du interessierst mich ein Scheißdreck. Ich möchte doch einfach nur in die Mine. Ja, ich bin in der Mine drinne. Ich habe irgendwie voll das Problem, gegen Drachen zu kämpfen. So. Ja. Hat gerade automatisch gespeichert. Ist schön. Muss ich selber nicht machen. Oh. Jemand hat mich gesehen. Ah doch, das war die Mine. Allerdings. Hat sie noch kein weiteres Gold angesetzt. Gut. Oder eher gesagt schlecht. Für mich. Schade für mich. Denn ich hätte das Gold gut gebrauchen können. Und jetzt ist es nicht da. Gut. L. Gut. Dann
Warte, was ist denn meine nächste Quest? Im Morgengrauen. Nein, ich würde gerne... ja, die Rotverdienen finden. Das wäre doch auch was Schönes. Wäre auch was Schönes gewesen, L. So, wo muss ich hin? Ach, das sagen die mir nicht. Gut. Das ist natürlich nicht sehr nett. Aber dann reisen wir einmal zu dieser... nein. Ich kann von diesem Ort nicht schnell reisen. Okay, dann... einmal Beeilung, dass wir hier rauskommen. Boah, wir sind richtig schnell. Ich wette, wir müssen trotzdem gegen den Drachen kämpfen. Dann kämpfen wir halt noch die letzten paar Minuten gegen den Drachen und erlegen dann noch einen Drachen. Und danach machen wir was anderes. Na? Drache, wo bist du? Ich hab Bock auch gegen dich zu kämpfen. Okay. Der Drache ist nicht da. Wir gehen zu dieser komischen Statue da. Unser geliebter Graubart ist hier zu sehen. Wir müssten wahrscheinlich auch nochmal die Graubärte fragen, wo die Schriftrolle ist. Fällt mir gerade ein. Was braucht ihr? Lasst eure Hände in euren eigenen Taschen, diebische Schlange. Was? Ich hab nichts gemacht und der faucht mich direkt wieder an. Wieso bloß? Oder warum bloß? Warum nur? Eher gesagt. Cool. So eine richtig geile Windmühle. Okay, kriege ich das in den 2 Minuten noch hin, da hochzulaufen? Ups, hier komme ich scheinbar nicht hoch. So. Weiter. Oh, da ist jemand böse. So, ich meine... oh, das muss da oben sein. Oder? Ja, wir können noch ein bisschen weiterlaufen. Da hinten ist dann so eine Abzweigung nach oben. Gut, dann gehen wir da nach oben und gucken, was wir da abgeben können und was wir dann als Belohnung bekommen. Hoffe ich mal. Dann wird das eben eine klein bisschen längere Folge. Ich sollte mal vielleicht die Quest aktivieren, damit ich genau sehe, wo ich hin muss. Im Morgengrauen. Da vorne.
Seht euch meinen zerfallenen Tempel an. So viel zu der Beständigkeit der Sterblichen, zu ihrer Handwerkskunst und ihren Herzen. Wenn sie mich nicht lieben, wie kann meine Liebe dann sie erreichen? Zack. Okay. Was passiert jetzt mit mir? Es ist an der Zeit, dass mein Glanz nach Himmelsrand zurückkehrt. Doch das Zeichen meiner Wahrheit liegt vergraben in den Ruinen meines einstmals großen Tempels, der nun besudelt ist von einer lästerlichen Dunkelheit, die sich darin regt. Der Totenbeschwörer Malkoran schändet meinen Schrein mit abscheulicher Verderbnis, indem er verlorene Seelen aus diesem Krieg einfängt und seinem Willen unterwirft. Schlimmer noch, er nutzt die Kraft aus meinem eigenen Zeichen, um seine elenden Taten zu begehen. Ich habe euch hierher gebracht, Sterblicher, damit ihr mein Champion werdet. Ihr werdet meinen Tempel betreten, mein Artefakt zurückholen und den Schänder vernichten. Ja. Ich würde mal sagen. Doch eine einzelne Kerze kann die Dunkelheit der gesamten Leere verscheuchen. Wenn nicht ihr, dann jemand anderes. Mein Stern wird sicher eine würdige Seele anziehen. Doch wenn ihr klug seid, dann tut ihr, was ich von euch verlange. Jetzt gilt, das Artefakt muss zurückgeholt und Malkoran vernichtet werden. Malkoran hat die Türen verschlossen. Doch dies ist führt mein Licht durch den Tempel, um das innere Heiligtum zu öffnen. Okay, ich würde sagen, das machen wir nächste Folge. Und dann sage ich heute wieder mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein!